Heute eine kleine Inspiration zum Thema gesetzte Anziehung, zum Thema Manifestieren. Das Video wird ganz kurz sein. Dieses Leben antwortet nicht auf deine Sehnsüchte, auf deine Wünsche, auf das, was du möchtest oder auf das, was dir fehlt. Dieses Leben ist immer ein Spiegel deiner Schwingung und deiner Frequenz. Und jetzt nimm keine Schuldgefühle mit, wenn es gerade bei dir einfach beschissen aussieht und du denkst, ja, hä, es ist meine Schwingung beschissen. Je nachdem, wie du erzogen worden bist, aus was für einem Haushalt du kommst. Manchmal wächst man einfach in einer Familie aus, wo die Schwingung sehr niedrig ist. Und vielleicht ist es deine Aufgabe, das zu erkennen und deine Schwingung jetzt zu verändern. Das heißt, auf welcher Frequenz, auf welcher Schwingung möchtest du sein und aussenden? Was brauchst du dafür? Was brauchst du dafür für Emotionen, für Gefühle, für Gedanken, für eine Lebenseinstellung, um auf dieser Frequenz zu sein? Und wenn du jetzt sagst, ich würde gerne in einer wundervollen Beziehung sein, ich möchte mehr Geld haben, ich stelle mir vor, wenn ich mehr Geld habe und eine erfüllte Beziehung habe, dass ich dann total frei mich fühle, glücklich, angekommen, erfüllt. Und wenn du da ankommen möchtest, ist es in unserer Welt halt andersrum. Man kann nicht es sich wünschen, dann kommt es, sondern man muss schon dort sein, damit es kommt. Das heißt, jetzt schon erfüllt sein, dich frei fühlen, glücklich, also das heißt glücklich, glücklich ist immer so ein ganzer Begriff, aber dieses sich frei fühlen, erfüllt fühlen, angekommen fühlen, ist oft schwierig, darauf zu warten, dass es kommt, meistens kommt es nicht, sondern kleine Zwischenschritte zu finden, wie du es jetzt schon in deinen Alltag langsam integrieren kannst. Und das kann man mit kleinen Ritualen machen. Das heißt, schauen, dass ich immer mal wieder zwischendurch im Alltag mich kurz ausklinke und mal reinfühle, für was bin ich jetzt gerade dankbar. Ja, es ist wieder so eins, ja, alle sagen dankbar, es ist schwierig, ich weiß nicht wie. Ich stell dir ein, ich wollte sagen, stell dir einen Wecker. Das kann man auch machen, mit dem Handy mache ich selber. Alle halbe Stunde, alle zwei Stunden, je nachdem. Wenn du arbeitest, ist es oft schwierig, dann vielleicht auf Vibration. Und dann schauen, kurz innehalten und überlegen, für was du jetzt gerade dankbar bist. Einfach mal ausprobieren. Ich weiß, dass es nervt, aber einfach mal ausprobieren. So, jetzt bin ich zum Beispiel dankbar jetzt gerade, dass ich hier auf dem Boden sitze und es ist warm. Es ist einfach nur kuschelig warm. Dafür bin ich dankbar. Wo ich vor ein paar Wochen krank war, war ich so unglaublich dankbar, dass ich in einer warmen Wohnung bin. Es gibt genug Menschen, die sind krank, die sind also Flüchtlinge oder Menschen, die im Krieg leben und die haben keine Wärmeflasche und einen warmen Tee und Medikamente und Vitamine, Supplemente, jemanden, der sich um sie kümmert. Die schlafen auf dem kalten Boden, es ist eiskalt, die sind auf der Flucht. Da wäre ich wahrscheinlich gestorben oder schwer krank geworden und könnte nicht mehr aufstehen oder sowas. Dafür dankbar zu sein, dass ich hier diese Möglichkeiten habe, für mich zu sorgen. Und immer mal wieder ein paar Momente im Alltag, dich zu besinnen, zu überlegen und wahrzunehmen und reinzufühlen, für was bin ich dankbar. Es gibt immer Dinge, es gibt immer Dinge, die scheiße laufen, die sind da. Und unsere Aufgabe ist es, den Fokus dahin zu lenken, was gerade gut läuft. Weil das übersehen wir leider. Ich bin auch so ein Kandidat, dass gerade dann, wenn viele Dinge scheiße laufen, all das Gute um mich herum übersehe. Wenn wir also jetzt verstehen, dass das Leben nicht auf meine Sehnsüchte oder auf das, was mir gerade fehlt, antwortet, sondern auf die Frequenz, auf der ich vibriere, frage ich mich, wo ist meine Frequenz gerade? Bin ich ganz tief unten, wo ich mich schuldig fühle, Schamgefühle habe, vielleicht auch Wut habe? Das darf alles sein. Das heißt nicht, dass du es nicht haben darfst. Nur erstmal eine Ist-Situation machen, so ein Ist-Bestand. Wo bin ich jetzt gerade und wo möchte ich hin? Und erst dann kann man einen Fahrplan erstellen und gucken, da wo ich jetzt gerade bin, wie kann ich das verarbeiten, um ein Stückchen weiter nach oben zu rutschen auf der Skala des Bewusstseins. Dann vielleicht irgendwann Neutralität und vielleicht irgendwann komme ich ein bisschen an in die Dankbarkeit. Ist nicht einfach. Ich gebe euch gerade die Aufgabe und arbeite selber daran mit dieser Dankbarkeit. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber dieses stetige Dranbleiben, da wirst du sehen, dass es auf einmal eine Veränderung im Außen gibt und dann wirst du merken, boah krass, hätte ich nur vorher mal losgelassen. Wenn du wirklich überzeugt bist und weißt, dass das Leben da draußen immer eine Spiegel von deiner Frequenz ist, von deiner Schwingung, wenn du das wirklich zu 100% weißt, dann wirst du alles dafür tun, um jetzt mit dir zu arbeiten und nicht im Widerstand zu bleiben gegen das, was ist. So viel zum Thema Manifestieren. Ich wünsche dir, dass du das manifestierst, was du wirklich von Herzen, was dich von Herzen erfüllt und glücklich macht. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.